Punkt 8.3, Fortschreibung des Straßenbaumkonzeptes der Landeshauptstadt Dresden. Hier liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler vor. Wird der gewünscht einzubringen? Ich sehe keine Bewegung, deswegen interpretiere ich das mit Nein. Dann starten wir in der Fraktionsrunde und es beginnt die SPD. Herr Engel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben in Dresden derzeit 55.000 Straßenbäume. Ich glaube, wir sind uns hier im Haus alle einig, das sind eindeutig zu wenig. Und wir als Stadtpolitik haben da natürlich eine ganz besondere Verantwortung. Wir diskutieren Straßenbäume, ist zumindest mein Eindruck manchmal hier in diesem Rathaus, also nicht in diesem Rathaus, schön wäre es, in diesen Messehallen, fast nur noch so unter klimapolitischen Gesichtspunkten. Ich möchte aber auch so ein paar andere Aspekte mal ins Gedächtnis rufen. Ich finde ehrlicherweise Straßenbäume einfach fürs Stadtbild oft sehr, sehr schön. Es ist attraktiv, da lang zu gehen, es ist attraktiv, in solchen Quartieren zu wohnen, wo es viele Straßenbäume gibt. Es trägt zum Wohlgefühl bei. Es ist ein Stück weit auch ja, ein Beitrag zu einer lebenswerten Stadt, die tatsächlich auch im Gedächtnis bleibt, wo Menschen sagen, ja, hier möchte ich bleiben, hier möchte ich tatsächlich auch weiter meinen Lebensmittelpunkt haben. Ich glaube, sowas sollte man nicht unterschätzen, weil sowas stiftet auch Identität. Und ich glaube, das sollte für uns alle Antrieb sein, da auch noch mehr zu machen. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir jetzt hier endlich mal oder endlich wieder eine fundierte Grundlage haben, mit der wir hier weiterarbeiten können, wo wir tatsächlich sehen, welche Potenziale gibt es tatsächlich beim Thema Straßenbäume. Wir haben im Umweltausschuss sehr umfassend auch über das Thema diskutiert und haben wir als SPD-Fraktion haben dort auch eine Sache nochmal eingebracht, die jetzt glücklicherweise auch Teil der Beschlussempfehlung ist, nämlich die Frage, wie gehen wir mit besonders schmalen Fußwegen um? Weil wir haben derzeit im Konzept die Aussage, dass bei Fußwegen unter 2,40 Meter Breite, wenn man dann praktisch einen Abstand von Baum zum Bord und vom Baum zur anderen Begrenzung abzieht, dass man dort, wenn man praktisch unter 2,40 Meter ist, im Regelfall keine Ersatzpflanzungen mehr vornehmen kann. So, das war offenbar so ein schwieriger Aushandlungsprozess, der auch zwischen unterschiedlichen Teilen der Verwaltung stattfand. Das ist ehrlicherweise natürlich aus Sicht zum Beispiel von Behindertenverbänden auch nachvollziehbar, dass man sagt, okay, ich möchte ausreichend breite Gehwege haben. Man muss allerdings auch sagen, dass so ein einzelner Baum, der in so einer Baumreihe fehlt, in so einem Straßenzug im Regelfall der Barrierefreiheit dann auch nicht so viel bringt. Deswegen haben wir da auch nochmal explizit die Verwaltung beauftragt, da nochmal zu gucken, gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, da tatsächlich auch Nachpflanzung auch weiterhin vorzunehmen. Weil wir haben da tatsächlich eine ziemlich prekäre Situation, wenn man das dogmatisch auslegt. Im Stadtbezirk Pieschen wären zum Beispiel 40% aller Baumstandorte nicht mehr ersetzbar. Sprich, wenn dort einer stirbt, und das passiert relativ regelmäßig, hat Herr Schmidt-Lamontagne ja auch ausgeführt, könnten wir diesen dann nicht mehr ersetzen. Und das ist aus unserer Sicht eine Sache, die so nicht gehen sollte. Ich habe vor uns in der Aktuellen Stunde ja schon ausgeführt, wir sehen tatsächlich solche Aspekte auch wie Baumpflanzung als eine generelle Aufgabe, die von allen Geschäftsbereichen, insbesondere hier GB6 und GB7, vorangetrieben werden muss. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt hier tatsächlich eine planerische Grundlage haben. Die entscheidende Stellschraube wird aber am Ende der Haushalt sein oder die nächsten Haushalte. Dort müssen die entsprechenden Mittel für Baumpflanzung eingestellt werden. Da nützen jetzt ja auch keine Beschlüsse irgendwas, dass man irgendwas hier noch reinschreibt. Nein, am Ende muss da eine Ziffer im Haushalt stehen, mit der gearbeitet werden kann. Darum muss es, glaube ich, am Ende gehen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir den Beschlussvorschlag des Umweltausschusses hier in der Form dann auch bestätigen können. Vielen Dank. Als nächstes wird FDP das Wort gewünscht. Sieht nicht so aus. Freie Wähler, das Wort gewünscht. Bitte schön, Frau Dagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, ich hatte mich zurückgehalten, weil ich glaubte vorhin schon, aber ich bin belehrt worden durch meinen Geschäftsführer, den Antrag im besten Falle schon ja, eingebracht zu haben. Uns geht es also in allererster Linie nicht nur darum, das Straßenbaumkonzept als solches, wie es vorliegt, fortzuschreiben, sondern vielmehr wirklich auch darauf hinzuweisen, dass wir hier auch gerne
an den 1500 Bäumen festhalten müssen, die ja bis zum Jahr 2009 gepflanzt worden sind. Bis dato, wir haben es hier auch noch mal vermerkt, sind es eben 800 beziehungsweise oder zwischen 800 und 350 Stück, die gepflanzt werden. Das ist eindeutig zu wenig. Auch wir, ich sagte es vorhin ein bisschen polemisch, sind Freund der Bäume, Freund des Waldes. Und ich glaube, dass Dresden auf jeden Fall viel Potenzial hat, auch im innenstädtischen Bereich noch Bäume gepflanzt zu bekommen. Nicht nur aufgrund der Überwärmung der Innenstadt, sondern, und ich schließe mich da gern an Herrn Engel an, auch aufgrund der Tatsache, dass Bäume natürlich auch immer eine entsprechende Interaktion in sich bürgen. Also wir würden uns freuen, wenn Sie auch gleichzeitig unserem Änderungsantrag zustimmen würden. Vielen Dank. Als nächstes ist Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Depp an der Reihe. So geht's. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bin heil geblieben. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir lieben es in Dresden, Konzepte zu machen, schöne Konzepte, gute Konzepte, interessant zu lesen. Wir haben ein Stadtentwicklungskonzept, ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept, ein Radverkehrskonzept und auch ein Straßenbaumkonzept. Was wir leider nicht so gut schaffen in Dresden, ist, unsere Konzepte dann auch Wirklichkeit werden zu lassen. So hat der Stadtrat 2009 eben ein Straßenbaumkonzept beschlossen, das vorsieht, die Zahl der Straßenbäume von damals 49.000 auf 77.000 zu steigern. Nun, bis heute haben wir es gerade mal auf etwa 55.000 gebracht. Und wenn wir so weitermachen, dann sind wir im Jahr 2058 fertig und das werden viele von uns, ich wahrscheinlich eingeschlossen, nicht mehr erleben. Und das ist, Frau Dagen, nicht die Unfähigkeit der grünen Umweltbürgermeisterin, dass das eben so wenig gewesen ist in den letzten Jahren, sondern das ist tatsächlich der mangelnde Willen des Stadtrates, vergangener Stadträte, wir sind ja jetzt in einer neuen Wahlperiode, gewesen, dafür genügend Geld in den Haushalt einzustellen. Das ist genau der Punkt. Und wir können das ja in diesem Stadtrat besser machen. Was die Angelegenheit aber in den letzten Jahren nur noch schlimmer macht, ist eben, dass in Größenordnungen in Dresden Straßenbäume absterben als Folgen der Trockenheit im Rahmen des krisenhaften Klimawandels, sodass wir also nicht nur aufstocken, sondern auch eben Ersatz bepflanzen müssen und dafür eben auch sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Ich möchte schon noch mal darauf aufmerksam machen, warum Straßenbäume so eine wesentliche Rolle eben doch auch aus klimapolitischer Sicht besitzen. Sie bereichern das Stadtbild ganz wesentlich, da ist Herrn Engel vollkommen recht zu geben. Sie kaschieren nackte Ziegel- und Betonfassaden und sie laden zum Verweilen ein. Eine Stadt ohne Bäume ist eine tote Stadt. Doch darüber hinaus helfen sie uns auch enorm, die Folgen der Klimakrise abzumildern. Bäume spenden Schatten, sie binden Wasser und schaffen bei der Verdunstung eine deutliche Abkühlung in der Umgebung. Eine Baumgruppe führt noch in 300 Metern Entfernung zu einer messbaren Absenkung der Temperatur, gerade im Sommer. Bäume helfen durch Verwirbelung die Luft, halten durch Verwirbelung die Luft in Bewegung und können bodennahe heiße Luft zum Abstrom führen. Bäume absorbieren CO2 und tragen so zur Verminderung dieses Treibhausgases bei. Sie haben also vielfältige Wirkungen, sowohl auch aus ästhetischer Sicht, aus stadtgestalterischer Sicht und eben auch aus klimapolitischer Sicht. Warum tun wir uns also so schwer, unseren Straßenbaumbestand entschlossen zu pflegen und zu mehren? Nun, weil wir leider unser Geld lieber für andere Dinge ausgeben. Immer noch investieren wir eben lieber in Beton und Asphalt statt in Grün. Prestigeprojekte in dieser Stadt sind nach wie vor Bauprojekte. Und wir müssen leider auch sagen, dass in der bisher bekannten Haushaltsplanung des Oberbürgermeisters die für das Straßenbaumkonzept vorgesehenen Mittel bei weitem nicht den Bedarf decken. Dabei haben wir eben ein enormes Potenzial.
Bereits ohne Neuordnung im Straßenraum können laut vorliegender Fortschreibung schon 10.000 Bäume zusätzlich gepflanzt werden. Um das Ziel von 77.000 zu erreichen, muss man dann noch ein bisschen mehr tun. Da sind auch Veränderungen in der Straßenraumnutzung erforderlich. Darauf hat der Kollege Engel ja auch schon hingewiesen, dass wir dort im Umweltausschuss noch wesentliche Ergänzungen eingebracht haben. Nun bedeutet es, wenn wir meinetwegen mehr 10.000 Bäume mehr haben wollen, dann müssen wir so nach heutigen Kosten etwa 40 Millionen Euro in die Hand nehmen. Also ein solcher Straßenbaum mit den Maßnahmen, die zur Bewässerung, zur Belüftung notwendig sind, zur Pflege notwendig sind, kostet etwa 4.000 Euro heutzutage. Das heißt also, für 10.000 Bäume brauchen wir 40 Millionen Euro. Das mag zunächst viel erscheinen, aber was sind schon 40 Millionen Euro? 40 Millionen Euro ist etwa so viel, wie für die Sanierung des Fernsehturms inklusive Verkehrsanbindung fällig werden würde. Dafür könnten wir 10.000 Straßenbäume pflanzen. Wir müssen endlich die richtigen Prioritäten in dieser Stadt setzen. Und das wird sich eben bei den Haushaltsberatungen zeigen. Und nun komme ich zu Ihrem Ergänzungsantrag, Frau Dagen. Sie fordern 1.500 Bäume, das sollte im Haushalt abgesichert werden. Da können wir gerne mitgehen. Aber wir können hier vieles beschließen. Entscheidend ist, was in den Haushaltsverhandlungen passiert. Und wir können letztlich, das machen wir ja auch bei anderen Gelegenheiten nicht, wir können keinen Vorgriff auf die Haushaltsberatungen machen. Ne? Deshalb können wir Ihrem Antrag quasi aus diesen formalen Gründen auch nicht zustimmen. Aber wir laden Sie ein, wenn wir in den Haushaltsberatungen drin sind, mit uns für diese 1.500 Bäume pro Jahr mehr zu sorgen. Da können Sie gerne dabei sein und wir können das auch gerne mit 2.000 Bäumen machen. Dann hätten wir es nämlich tatsächlich dann in 10 Jahren geschafft, zumindest diese 10.000 Bäume mehr, die ohne weiteres zu pflanzen wären, zu bekommen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Sie müssen noch eine halbe Stunde durchhalten. Sie nutzen heute schamlos aus, dass man mir vergessen hat, die Glocke hier mitzubringen. Aber ich bitte doch darum, ein bisschen Disziplin auch den Rednern gegenüber hier da zu bieten und auch Respekt. Wer dennoch reden will, kann das gerne vor der Tür machen, aber bitte hier nicht, hier in diesem Raum. Wir setzen fort mit dem nächsten Redner für die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist normalerweise für Umweltpolitiker sehr interessant, für einen Großteil des Rates offensichtlich nicht, wenn ich so in die leeren Reihen schaue. Das zeigt doch einen Teil des Problems. Nicht so zeitig klatschen, liebe Grüne. Weil es kam für uns jetzt schon ein bisschen komisch rum, lieber Kollege Dr. Deppe, wie Sie beklagt haben, dass die letzten Jahre so wenig getan wurde. Ich hatte es schon bei der Debatte zum Klimaschutz zum Anfang gesagt. Wer war denn die letzten Jahre in maßgeblicher Verantwortung für Haushalte und für die Umsetzung der Haushalte? Das waren in den wichtigen Bereichen Stadtentwicklung und Bau und Umweltschutz, jawohl Sie. Und weil Sie das so schön sagen, Sie hatten 4,5 Jahre die Gestaltungsmehrheit in dieser Stadt. 4,5 Jahre. Okay. Der Erhalt und die Neupflanzung von Bäumen, insbesondere von Straßenbäumen, sind für uns schon immer ein wichtiges Anliegen, wie ja das später zu beschließende Förderprogramm zur Schaffung von zusätzlichen Stadtgrün auf privaten Flächen deutlich macht. Seit 2009 erfolgte keine Fortschreibung des Straßenbaumkonzeptes. Angesichts von deutlich sichtbaren Lücken beim Straßenbegleitgrün, von vorhandenen Baumschäden und von überwärmten Innenstadtbereichen bedarf es dringend eines Ersatzes von fehlenden und geschädigten Bäumen und von Neuanpflanzungen. Insbesondere die letzten Hitzesommer haben die Wichtigkeit von Straßenbäumen für Schatten und Stadtklima deutlich gezeigt. Die letzten Hitzesommer
haben auch in Verbindung mit zu geringen Jahresniederschlagsmengen zu massiven Schäden am Baumbestand geführt, welche in den nächsten Jahren weitere Ersatzpflanzungen erfordert werden. Seit 2009 haben sich die Rahmenbedingungen für Ersatz- und Neupflanzung erheblich verändert, weshalb die Fortschreibung insbesondere darauf abstellt. Das Konzept 2009 hatte seinen Fokus besonders auf das Hauptstraßennetz gelegt. Gut ist, dass nun auch das Nebenstraßennetz betrachtet wird. Nicht von der SPD, sondern von uns, insbesondere aus dem Bereich Weixdorf, vom Kollegen Egge, den ja noch viele kennen, wurde die Anregung gebracht, dass auch eine Regellösung für geringere Gehwegbreiten entwickelt werden soll. So schön, wie das nun vorgelegte Konzept detailliert auf Planungsgrundsätze, Handlungsbedarfe, Defizitbereiche und Lösungsansätze eingeht, so unsicher ist die Finanzierung der Maßnahmen. Für neue Ersatzpflanzungen und auch für die Unterhaltspflege von Bestandsbäumen sind die Kosten in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Für die Umsetzung des Konzeptes werden im Hauptstraßennetz rund 36 Millionen Euro und im Nebenstraßennetz rund 8,5 Millionen Euro veranschlagt. Die vorhandenen Haushaltsmittel im zuständigen Amt sind im Vergleich dazu nicht ansatzweise ausreichend. Bei den anstehenden und zukünftigen Haushaltsverhandlungen wird es darauf ankommen, entsprechende Prioritäten zu setzen, wobei alle Umweltpolitiker gefordert sind. Andernfalls wird eine Umsetzung nicht ansatzweise möglich sein. Hier sind alle Fraktionen und Stadträte und auch der Oberbürgermeister gefordert. Der Ergänzungsantrag und das Ansinnen der Freien Wähler, jedes Jahr 1500 Bäume zu pflanzen, ist an sich gut und richtig. Es stellt sich bei Pflanzkosten, und ich bin da ein bisschen vorsichtiger als Dr. Deppe, in der Zahl von 1000 bis 3000 Euro pro Baum die Frage nach der Finanzierung. Und andererseits stellt sich natürlich auch die Frage nach ausreichend geeigneten Standorten. Der Antrag der Freien Wähler beantwortet aber beide Fragen nicht. Die Verhandlungen für den nächsten Doppelhaushalt stehen an. Dann wird sich zeigen, wie viel Geld wir dem ASA zur Verfügung stellen können und wie viele Bäume in den nächsten 2 Jahren gepflanzt werden können. Aufgrund dessen können wir dem Ergänzungsantrag zum jetzigen Zeitpunkt der Freien Wähler nicht zustimmen. Danke. So, Geschäftsordnungsantrag, Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, wir haben hier, ich beantrage Ende der Debatte, Begründung, wir haben hier einen Antrag, der 16:0:0 steht. Man muss darüber gar nicht diskutieren und wir haben so viel noch zu besprechen. Ende der Debatte, vielen Dank. Das kann dann noch Gegenrede gemacht werden. Ich will nur sagen, wie ich verfahren würde. Es wird auf jeden Fall die Fraktionsrunde zu Ende gemacht, zu der die AfD noch die Chance hat und Fraktion Die Linke, weil das ist das gute Recht hier noch festgehalten bei uns, dass sich jeder dazu auch äußern kann. Gegenrede will Herr Schulte-Wissermann. Gegenrede, damit auch abgestimmt wird. Als fraktionsloses Mitglied bin ich bei der Situation immer komplett raus. Ich habe nicht vorzureden, aber ich habe keine Lust, jetzt sozusagen durch Ende der Debatte und dann noch die Runde zu Ende gar keine Chance zu haben, reden zu können. Also ich Gegenrede zu Ende. So, wer ist für Ende der Debatte nach der Fraktionsrunde? Den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen, das ist die übergroße Mehrheit, damit hat das keine Mehrheit gefunden. So, damit setzen wir fort. Sind zunächst, wird AfD das Wort gewünscht? Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, wir haben jetzt schon viel gehört, wunderschön, interessant, aber ich möchte mal darüber aufklären. Wir haben ein Ausschussvotum 16:0:0, also eine einstimmige Zustimmung. Warum muss hier die Zeit verschwendet werden? Wenn Sie sich noch mal anschauen, die Tagesordnung, was noch zu bereden ist. Es sind noch wichtige Themen. Aber nein, man muss sich hier darstellen und zeigen, wie toll und interessiert man ist. Das ist nicht wirklich notwendig. Das ist nicht wirklich notwendig. Das ist nicht wirklich effektiv. Und ein Stadtrat kann auch effektiv arbeiten. Und das ist das, was wir wollten. Sie wollen das nicht, aber das können wir trotzdem mal deutlich sagen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen zu Hause am Stream. Wir sprechen heute nicht über das Straßenbaumkonzept, sondern wie schon erwähnt über die Fortschreibung. Und hier geht es schwerpunktmäßig über das große Straßennetz hinaus, um das Nebenstraßennetz. Und genau deshalb hat dieses Konzept einen sehr langen Durchlauf durch alle Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräte genommen. In allen Gremien, und vielleicht deshalb gibt es heute relativ wenig Interesse und Aufmerksamkeit, hat es insgesamt nur 10 Enthaltungen gegeben. Und tatsächlich hat der Umweltausschuss als federführender Ausschuss die Bitte des Ortschaftsrates Weixdorf aufgenommen in der Anfügung eines Punktes 8, dass auch ein Konzept erarbeitet wird, wie umgegangen werden soll mit Nebenstraßen, wo der Fußweg nur unter 2,5 Meter ausmacht. Gerade diese kleineren Straßen sind, und das ist im Konzept tatsächlich mit aufgenommen worden, ganz wichtig, die Frage der Wurzelpflege, denn an vielen Stellen ist zu beobachten, dass das Straßen- und Fußwege solche Verwerfungen aufweisen, die Gefahr aller Nutzerinnen und Nutzer, von Fuß zu Fußgehenden über Fahrradfahrerinnen bis zum motorisierten Verkehr in sich bergen. Ein Beispiel sei genannt die neue Straße in Meuslitz im Bereich des Stephanusfriedhofes, die fast nicht mehr nutzbar ist von niemandem. Wir als Linke unterstützen die Leitlinien des Konzeptes, die sowohl die nachhaltige ökologische Entwicklung für gesunde Bäume, für eine grüne Stadt ausweisen, b, die Umsetzung gestalterischer und städtebaulicher Ziele aus ökologisch nachhaltiger Sicht und schließlich c, natürlich ganz wichtig, der wirtschaftliche Umgang mit dem Straßenbaumbestand. In der Frage des wirtschaftlichen Umgangs ist für uns besonders wichtig, dass es sowohl um die Frage Pflege als auch um die nachhaltige Artenwahl, das ist heute auch schon ein paar Mal angesprochen worden, nämlich eine Artenwahl, die auf die veränderten Klimabedingungen abstellt. Und, was genauso wichtig ist, das Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner mit herausfordert. Also die Verantwortung sowohl natürlich der Stadtverwaltung in sich trägt, die Verantwortung von uns als Stadträtinnen und Stadträte, aber auch der Bevölkerung. Sie kennen alle, und das ist zurzeit eine ganz wichtige Aktion, Dresden gießt. Wir können hier viel auf die Stadtverwaltung und auf uns verweisen, aber unter den Bedingungen anhaltender Trockenheit ist einfach das Engagement auch der Bewohnerinnen und Bewohner notwendig. Und eine sehr interessante Initiative, die wir sehr begrüßen, ist Baumpflanzungen von Schülerinnen und Schülern, wo dann nachhaltig auch die Übernahme der Pflege der gepflanzten Bäume mit übernommen werden. Das vorliegende Konzept ist ein anspruchsvolles, das wurde schon gesagt. Wir tragen es sehr gerne mit und wir lehnen aber den Antrag der Freien Wähler ab, weil wir denken, das, was hier eingefordert wird, ist auch so ein bisschen ein Misstrauen an die Stadtverwaltung und auch an uns selber, dass man ja gar nicht willens sei, die entsprechende Anzahl an Bäumen zu pflanzen. Wir werden dem Konzept, so wie es vorliegt, zustimmen und wir bitten Sie, dies auch zu tun, aber dem Antrag nicht zustimmen. So, weitere Wortmeldungen habe ich gesehen. Zunächst Herr Lichti und dann Herr Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie oft, wenn ich mich dann melde, bekomme ich dann immer gute Glückwünsche aus meiner eigenen Fraktion. Aber ich gestatte mir das jetzt, lieber Thomas Löser. Ich sage einfach nochmal zum Anfang, um dich, lieber Thomas, gleich zu beruhigen. Ich unterstütze vollkommen den Redebeitrag des Kollegen Wolfgang Deppe und ich unterstütze auch das Abstimmungsverhalten und werde mich ihm anschließen. Nur, weswegen ich hier nochmal nach vorne gegangen bin, ist einfach ein paar Punkte, die ich finde, die hier gesagt werden müssen. Straßenbäume sind notwendig, Straßenbäume sind aber sehr teuer und sie sind, und das sage ich jetzt ganz bewusst und ich freue mich, dass ich die allseitige Aufmerksamkeit des Hauses jetzt habe, in ihrer ökologischen Wirksamkeit begrenzt. Und das muss man einfach auch mal dazu sagen.
Zum Beispiel, wenn wir über Straßenbäume reden, dann reden wir über Bäume. Und wenn man sich dann anguckt, wie diese Bäume dann in der real existierenden Dresden aussehen, dann werden die auf Lichtraumprofil 4,10 Meter geschnitten. Leider auch sehr junge Bäume, die dann jetzt in den letzten 2 bis 3 sehr heißen Sommern schlicht und ergreifend nicht überleben, weil sie natürlich nach Vorschrift bis 4,10 Meter ausgeschnitten werden müssen und dann absterben, weil sie zu wenig Blattbreite haben und deswegen auch zu wenig Kraft und Nahrung haben. Zum Beispiel, was früher zu DDR-Zeiten offensichtlich hier viel besser geklappt ist, dass man unter Bäumen auch eine Strauchschicht anpflanzt. Ich freue mich immer, beispielsweise dort an der Köpke-Straße, Großen Meißner-Straße, wo teilweise die Platanen stehen, drunter steht aber auch noch eine Strauchschicht. Das ist für die ökologische Wirksamkeit von ganz hoher Bedeutung, ist für die Biodiversität, für Insekten, für Vögel von hoher Bedeutung, die nämlich allein mit dem Baum nicht zurechtkommen. In der Pflege sehr einfach. Warum machen wir sowas nicht öfters? Wenn wir über Mikroklimatisierung jetzt gerade in den Zeiten des Klimawandels, der Klimakatastrophe sprechen, dann brauchen wir deutlich, wir brauchen im Grunde kleine Wäldchen. Ich sage das so hart, auch wenn das für viele nicht richtig vorstellbar ist. Wir müssen bei den bestehenden Parken, müssen wir die Baumanzahl verdichten. Ich sehe auch, das wird auch teilweise schon gemacht. Und wenn ich durch die Stadt Dresden gehe, dann freue ich mich an vielen Stellen, weil ich sehe, es ist tatsächlich in den letzten Jahren, deswegen möchte ich an dem Eindruck etwas widersprechen, lieber Veit Böhm, man sieht es in der Stadt, dass in den letzten Jahren dort viel unternommen worden ist, sowohl in den Parken als auch an der Straße. Aber wir müssen auch gucken, wo können wir tatsächlich diese kleinen Parks, Parkwäldchen eigentlich auch noch schaffen. Ich möchte noch mal ein Positivbeispiel sagen, an der Löfflerallee sind jetzt da die großen Blocks saniert worden vorm Hauptbahnhof, wenn man da runterkommt, und es ist auch schön verdichtet worden. Das ist genau so, wie wir Stadtentwicklungspolitik integriert mit Grün und mit Wohnen machen müssen. Ich sage aber auch beispielsweise, wir haben das Thema Alaunparkerweiterung, seit 15 Jahren ein grünes Kern- und Herzensthema in der Neustadt. Wir haben den ersten Schritt geschafft, den zweiten, die Norderweiterung steht immer noch aus. Wir haben das Thema Erweiterung Leutewitzer Park, eine Kuppe, ganz wichtig, dass wir dort tatsächlich auch, wir wollen ja nicht für alle Spielflächen zupflanzen, dass wir dort neue Flächen kriegen, um dort im Anschluss an den bestehenden Wald den Wald zu erweitern. Und ich sage auch, und ich weiß, es ist auch eine Provokation ein bisschen, wenn ich mir den Elbraum angucke, die Elbaue, die ist glatt rasiert, da gibt es kaum Bäume, da heißt es dann immer, ich habe das lange Jahre gemacht mit Herrn Dr. Korndörfer wegen Hochwasserschutz, da ginge angeblich nichts wegen Hochwasserschutz. Das müssen wir auch überdenken. Das ist so nicht haltbar. Es sieht ästhetisch, Entschuldigung, furchtbar aus, so eine glatt rasierte Autobahn, wo dann irgendwie dann noch Elbaue heißt. Dann müssen wir auch ein Baumkonzept machen und das ist möglich, auch hochwasserschutzverträglich. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Baumkonzept ist gut, aber wir werden damit die Notwendigkeiten für Stadtgrün in der Klimakatastrophe nicht bewältigen. Und deswegen ist es gut, das müssen wir tun, aber es ist nicht gut, wenn wir dabei stehen bleiben würden und denken würden, wir hätten unsere Aufgabe erfüllt. Vielen Dank. So, und jetzt Herr Dr. Schulte-Wissermann. Von hier aus, ich hatte ja versprochen, dass ich nicht rede, bin jetzt aber provoziert worden. Erstens, Herr Gilke, Geschäftsordnungstricks müssen funktionieren, ne? Ansonsten sind sie sozusagen wirklich schnell durchschaubar und nicht wirklich gut. Zweitens, ich kann Ihnen auch inhaltlich widersprechen von Ihrem Antrag. Es sind doch 2 substanzielle Dinge hier in dieser Diskussion jetzt bekannt gegeben worden, öffentlich bekannt gegeben worden. Das eine ist, die Grünen und Herr Lichti vor allen Dingen möchten Bäume nachpflanzen. Und ich hoffe, das bezieht sich auch auf die 122 großen Bäume an der Königsbrücker Straße, die Herr Lichti ja noch vor ein paar Jahren abhacken wollte und das, was immer noch Beschlussfassung ist. Das zweite ist, wir haben heute gehört, CDU und Grüne zusammen sind im Prinzip sich schon einig, das sind 29 Stimmen, im Haushalt mindestens 4 Millionen im Jahr für die Umsetzung des Baumkonzeptes einzustellen. Das macht mich doch sehr glücklich, da sind wir doch auf dem richtigen Weg und mit der Sache möchte ich jetzt hier enden. Dankeschön. So wird weiterhin das Wort gewünscht. Frau Dagen, bitteschön. Verehrter
Herr Gilke, es tut mir leid, ich würde jetzt doch noch mal gerne was dazu sagen. Wir haben heute eine Aktuelle Stunde gehabt, ich habe dazu gesprochen. In der Aktuellen Stunde wird angemahnt, dass der Klimanotstand, das heißt der Klimaschutz, wieder zur absolut höchsten Priorität erklärt wird. Nun habe ich ja gedacht, dass dieses Straßenbaumkonzept durchaus in diesen Schwang mit hineingehört. Und wenn ich hier, und das habe ich vorhin vorgetragen, wenn ich lese in der Begründung des Antrages, dass rasches Handeln geboten ist und Sie in unserem Änderungsantrag augenscheinlich nicht zur Kenntnis nehmen wollen oder nicht zur Kenntnis nehmen können, und da spreche ich jetzt mal Herrn Engel an, ich spreche Herrn Böhme an und Herrn Deppe an, die zwar sagen, Ihr Änderungsantrag ist ja wunderbar, aber es muss erst mal in der Haushaltsdebatte als solches angesprochen werden. Wenn aber im Beschlussvorschlag ganz oben, Sie haben es alle vorliegen, dabei ist sicherzustellen, ich zitiere, dass jeweils pro Jahr mindestens 1500 Bäume neu gepflanzt werden, wenn Sie diesem Änderungsantrag zustimmen, dann ist es im Haushalt mit enthalten. Das möchte ich einfach noch mal sagen. Sie sprechen davon, Frau Geitsch, dass es sich um ein sehr anspruchsvolles Konzept handelt. Das ist es natürlich. Und Sie sprechen davon, dass aus unserem Änderungsantrag vor allen Dingen ein Misstrauen spricht. Ja, natürlich haben wir Misstrauen. Und auch darüber habe ich vorhin gesprochen. Und auch das steht im Gegenstand des Änderungsantrages mit drin. Nämlich, dass zwischen 2009 oder ab 2009 nur noch statt der angedachten 1500 Bäume nur noch 800 bzw. 350 gepflanzt worden sind. Worüber reden wir denn hier, wenn Sie die ganze Zeit den Klimaschutz als etwas sehen, was hier allerhöchste Priorität hat, und wenn es dann darum mal geht, etwas auch in den Haushalt als solches mit so einem kleinen Änderungspassus mit einzubringen, dann sagen Sie, nein, das gefällt Ihnen nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich möchte nicht sagen, dass mich das traurig macht. Nein, es macht mich nicht traurig, es macht mich höchst glücklich, weil es nämlich vor allen Dingen eins zeigt, dass hier vor allen Dingen Lippenbekenntnisse an der Tagesordnung sind. Und Frau Dr. Vogel, natürlich sind es hohle Phrasen. Danke. Kurzzeitig hatte ich schon Bedenken, dass wir noch einen weiteren Antrag heute machen könnten. Aber dem ist man jetzt in die Parade gefahren. Als nächstes ja Dr. Deppe und dann war noch Herr Böhm. Frau Dag, noch mal kurz. Da haben Sie dann das Kommunalrecht und das Haushaltsrecht nicht verstanden. Wir können hier vieles beschließen und wir haben ja auch schon vieles beschlossen. Wir haben ja ein Straßenbaumkonzept beschlossen, wo drin steht, dass wir eigentlich 77.000 Bäume haben wollen. Weshalb wir sie nicht haben, ist, weil das eben bisher in den Haushalten nicht untergebracht wurde. Und selbst wenn wir in Ihrem Antrag zustimmen würden, dann hat das keinerlei, aber wirklich keinerlei Bindungswirkung für die nächsten Haushaltsberatungen und für alle weiteren Haushaltsberatungen. Deshalb ist das obsolet, ne? Sondern lassen Sie uns bei den Haushaltsberatungen dann zusammenwirken, damit wir das durchkriegen. So, jetzt Herr Böhm. Sie können sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ab der nächsten Stadtratssitzung an einem Haushalt austoben. Frau Dagen, ich muss jetzt doch noch was zu sagen, da Sie mich auch angesprochen haben. Überhaupt nichts gegen die 1500 Bäume, habe ich klar gesagt, aber wir haben eine gute Gepflogenheit als CDU, dass wir keine Haushaltsvorgriffe vornehmen und gleich überhaupt nicht kurz vor den Haushaltsverhandlungen. Uns ist das Thema wichtig und wir werden sicherlich auch versuchen, dort Mittel einzustellen, aber 1500 Bäume zwischen 1000 und 3000 Euro pro Stück ist eine Hausnummer und darüber muss man bei den Haushaltsverhandlungen reden und es macht wenig Sinn, da jetzt drüber zu sprechen. Also nichts gegen Ihr Ansinnen, es ist einfach nur eine Frage, dass das die Finanzierung geklärt sein muss. Das ist der Punkt. Danke. So, haben wir für den Moment alle Redner abgearbeitet. Das sieht so aus, dann steigen wir ein in die Beschlussfassung. Da gibt es einen jetzt viel diskutierten Änderungsantrag der Freien Wähler. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, der müsste es jetzt tun. Und dann machen wir mal die Gegenprobe.
Das ist die überwältigende Mehrheit. Damit wäre das abgelehnt. Und damit kämen wir unverändert zum federführenden Ausschussbericht. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, na, das ist doch ein wunderbar versöhnlicher Abschluss. 68 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, keine Enthaltung. Und wir hätten noch 6 Minuten bis 22 Uhr. Bei dem nächsten Tagesordnungspunkt habe ich 2 Änderungsanträge und 7 Redner. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir Feierabend machen. Hat jemand etwas dagegen? Hat keiner etwas dagegen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.